Boah, ich dachte, die schlechten Spiele seien aus. Ja, das habe ich mir auch gewünscht, aber leider ist dem wohl nicht so. Ich vermute eher, die hatten nur alle Angst vor dem Weihnachtsgeschäft und kommen jetzt alle wieder aus ihren Löchern hervorgekrochen. Die gute Nachricht dabei ist, wir können mal wieder einen Testcheck machen und das Spiel scheint wohl deine Baustelle zu sein. Richtig, das ist der Tischtennis-Simulator 3D, auf dem ich mich fast ein bisschen gefreut habe, weil ich seit über 25 Jahren Tischtennis im Verein spiele und seit über 25 Jahren auch Sportspiele spiele. Und trotzdem habe ich es nicht geschafft, in 10 Versuchen den ersten Karrieregegner zu schlagen. Mann, bist du schlecht. Nein, das liegt am Spiel. Echt jetzt. Warum denn? Kollisionserkennung ist eine Katastrophe, Steuerung ist eine Katastrophe, Kamera ist eine Katastrophe, Grafik ist eine Katastrophe. Habe ich irgendwas vergessen? Alles eine Katastrophe. Komplettes Spiel. Bitte nicht kaufen. Auf gar keinen Fall. Dann vielleicht Snowbound Online. Wobei, kaufen ist eine gute Sache. Ist ja kostenlos. Naja, so halb kostenlos. Das eigentliche Spiel kostet nichts, aber man kann trotzdem Geld ausgeben. Zum einen für Klamotten, wie das bei diesen auf Neudeutsch genannten Free-to-Play-Titeln nun mal ist. Zum anderen kann man aber auch Energy-Drinks kaufen und die erhöhen dann quasi die Erfahrungspunkte, die man für Erfolge bekommt. Ist, wie ich finde, ein ganz faires System. Überhaupt ist das Spiel relativ zugänglich, deutlich zugänglicher als Shaun White Snowboarding, weil man sich nicht so schnell auf die Fresse legt. Ja, das Fahrverhalten ist auch ganz okay, das Tricksystem funktioniert und es macht Spaß, gegen andere zu fahren. Große Problem von Snowbound ist die Grafik. Ja. Es hat auch nur eine Auflösung von 1024 Bildpunkten und die kann man vor allem nicht ändern, was man echt nicht mehr geht heutzutage. Würde es auch Outcry nicht helfen. Ich dachte, 360 Grad Adventure seien aus. Ja, habe ich auch schon gedacht, vor 5 Jahren. Aber sie kommen immer wieder. Ja, soll so eine leicht mystisch angehauchte Handlung haben. Das Einzige, was ich hier sehe, sind Schalterrätsel. Und ich hasse Schalterrätsel. Ja, die sind der eigentliche Horror des Spiels, weil man echt nichts anderes tut als das. Und also sowas möchte ich heute nicht mehr sehen. Und vor allen Dingen dieser Flimmerfilter. Wow, das soll so alte Optik darstellen. Und man kann es, also auf Dauer sieht es ja echt mal furchtbar aus. Macht Kopfweh und es wirkt aber trotzdem alles sehr, sehr steril. Das macht einfach keinen Spaß mehr. Das geht heutzutage einfach nicht mehr. Bitte, liebe Entwickler, hört mit Render-Adventures auf. Bitte, bitte. Ja, dann blieb uns auch Sie das. Sie hören mir einfach nicht zu. Und gleich noch eins. Diesmal nicht Altertum, sondern Science-Fiction. Auch mit einer Vorlage. Ja, Nikopol ist eine Comic-Umsetzung und zwar von Benoit Sokal. Der gute Mann hat einst das großartige Siberia erfunden, hat viele Fans da draußen und ist jetzt nicht derjenige, der auf actionreiche Handlungen steht, sondern hat eher eine ruhige Erzählweise, formulieren wir es mal so. Ist wieder kein katastrophales Spiel, aber ein Renner-Adventure. Und ein bisschen wird erzählt. Wenn man die Vorlagen nicht kennt, hat man keine Ahnung, was das mit dieser fliegenden Pyramide sein soll. Also alles hätte ein bisschen zugänglicher sein können. Ja, also und was vor allen Dingen ein Problem ist, es blendet nicht wie die deutschen Adventures interaktive Elemente ein, was echt ein Problem ist, weil es nämlich auch Rätsel unter Zeitdruck gibt. Ja, da muss man dann oftmals alles neu probieren und sehr frustrierend. The Westerner 2, der Vorgänger, hat bei uns ganz ordentliche Wertung kassiert. Das Spiel ist eher, so eine halbe Enttäuschung. Woran liegt's denn? Ja, zum einen, weil die Entwickler die unglaublich dumme Idee hatten, in ein Adventure Action-Schießeinlagen unterzubringen und das auch noch mit einer schwammigen Maussteuerung. Und vor allem ist das Spiel unsagbar kurz, nämlich nach 6 Stunden ist man durch. Sehr schade, aber was natürlich auf der guten Seite ist, es ist sehr schön vertont, ich finde es auch schön animiert. Mir gefällt nur der leicht erwachsenere Stil nicht mehr so toll. Den finde ich wiederum okay, weil es sehr viele schöne Anspielungen hat an eine Western-Klassiker und die sind ja auch nicht in einem Comic-Stil, sondern auch eher ernsthafter. Und mir hat die ernsthafte Story auch ganz gut gefallen und einfach auch die Produktqualität, weil ja in diesem Adventure wirklich alles animiert ist. Das sieht man auch hier sehr schön. Oh, hier hätte man auch ein paar Mal mehr Animationen brauchen können. Die Kunst des Mordens 2, Katastrophe. Also gut getroffen. Also wir haben vor einem Jahr haben wir den Vorgänger getestet, auch mit 49 Punkten. Und danach folge ich nicht viel besser. Ein Adventure disqualifiziert sich bei mir allein dadurch, wenn man Gegenstände mehrmals anklicken muss, damit etwas passiert. Das geht einfach nicht Keine mehr. Keine Hinweise, unlogische Rätsel. Also es sind so Dinge, die im Adventure tatsächlich nicht mehr gehen. Und warum schauen sich die Leute mal keine guten deutschen Adventures an? Die machen es richtig. Ja, vor allen Dingen soll man ja in den Adventure rätseln und nicht raten. Und hier ist wirklich fast alles pure Raterei. Sehr, sehr schade. Weil dieses Krimi-Szenario ist eigentlich ganz gelungen. Ich komme wegen etwas, das nichts mit Ihrem Geschäft hat. Meinen Gott, was habe ich den Vorgänger Puzzle Quest geliebt und wie lange habe ich den gespielt? Und jetzt diese Enttäuschung. Ist eine Nachreichung aus der letzten Ausgabe. Daniel, du hast ihm eine relativ,
mäßige Wertung gegeben. Bist du so böse? Nee, bin ich nicht. Es liegt daran, dass da viele motivierende Elemente fehlen, wie zum Beispiel diese taktischen Multiplikator-Boni, dass du eine neue Runde spielen darfst, wenn du 4 in einer Reihe löst. Und auch, es gibt sehr viel weniger Waffen als Belohnung. Also sehr viel weniger Motivation als damals. Ja, sie haben halt die ganzen Rollenspielelemente extrem zurückgefahren. Ja. Und auch das Puzzle-Element ist schwächer geworden. Denn früher in Puzzle-Quest konnte man das ja ganz gut kalkulieren, weil die Sterne nur von oben reingekommen sind. Jetzt kommen sie von 6 Seiten. Gut. Und es ist eigentlich keine Taktik mehr im Spiel, sondern nur noch Glück. Ja, das macht das Spiel auch einfach sehr, sehr nicht gut ausbalanciert einfach. Celetania. Eine sehr lustige Idee, wie ich finde. Warum das? Ja, weil das eine Weltraumspiel in Echtzeit ist, also Weltall-Simulation mit Planeten besiedeln und so, das und heißt, Forschung und Exploration und allem, was dazugehört. Das heißt, ich führe eine Aktion aus und darf 6 Stunden lang was anderes machen. Richtig. Also so ein Forschungsprojekt dauert dann halt mal 6 Stunden. Du kannst aber einstellen, dass du eine Mail geschickt bekommst, wenn dein Forschungsprojekt fertig ist. Also das ist halt also kein Spiel, was man wirklich aktiv spielt, sondern was man mal 5 Minuten spielt, dann wartet man wieder 6 Stunden, spielt wieder 5 Minuten. Gibt's als Browser-Games vielleicht nicht in so hübsch, aber auf jeden Fall in besser. Ah. Oh, The Watchmen. Im Kino räumt der Film ja gerade echt Kritiken ab ohne Ende. Gute Kritiken. Wie ist es denn mit dem Spiel eigentlich? Ja, zumindest ganz ordentlich. Es gab schon schlimmere Filmumsetzungen. Das ist auch kein Wunder. Dennis hat einen recht prominenten Entwickler, nämlich die Deadline Games. Ja, und vor allem Koop-Kloppereien gehen eh immer. Das sind die Lego-Star Wars-Spiele ja auch schon seit Jahren. Und hier sieht es sieht's auch noch schön aus und ist ohne Split-Screen. Das heißt, man kann es auch an einem Rechner spielen. Übersicht bleibt trotzdem erhalten. Ist wie gesagt kein jetzt Weltklasse-Action-Spiel, das jeder unbedingt haben muss. Aber wenn man das mal irgendwo zum Budgetpreis auf dem Grabbeltisch sieht, kann man das, denke ich, durchaus mitnehmen. Vor allem, wenn man den Film gemacht hat. Zum Abschluss so eine Art Überraschungs... Ja, Hit ist vielleicht übertrieben gesagt, aber zumindest eine positive Überraschung, nämlich Cryostasis kommt aus Osteuropa, sage ich jetzt mal, und ist vor allen Dingen atmosphärisch echt gelungen. Ja, und also man ist auf diesem Schiff unterwegs und es ist eisig kalt, also es ist so das Spiel mit dem Eis, man muss immer mal wieder Wärmequellen aufsuchen, damit man nicht erfriert. Und das ist für mich zumindest logischer als immer dieses Deckung gehen und regenerieren System von aktuellen Shootern. Diese Nahkämpfe, die wir jetzt hier sehen, funktionieren allerdings nicht ganz so gut. Man soll eigentlich Kombos machen können, aber so richtig, ja, das Gefühl für den Nahkampf bekommt man nicht. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr atmosphärisches Actionspiel. Man sieht hier, wie man in die Erinnerungen von Erfrorenen eingeht. Und das ist doch sehr atmosphärisch gelöst, zumal auch die Sprachausgabe überraschend gut gelungen ist. Also man kann schon sagen, das ist ein Geheimtipp und zumindest ja nach so viel Mist ein ganz erfreulicher Abschluss für den Testcheck. Allerdings.